Und es erwartet uns heute diesmal MPIQ. Spring so schnell wie möglich unter den Block, um zu antworten. Der erste der drei Punkte hat gewinnt. Steuerung A unter den Block springen, Antwort auswählen, B Antwort auswählen, Z Antwort auswählen. Über doch dieses Minispiel, drücke R, um das Spiel zu beenden. Also los geht's halt, warte, erst gebe ich dir noch ein paar Hinweise zum Spielfall aus. Springst du zu früh hinter dem Block, siehst du nicht die komplette Fragenstelle. Siehst du nicht die komplette Fragenstellung? Welche Farbe hat Luigis Mütze? Rot. Nein. Grün. Ach, verdammt. Wie viele unterschiedliche Geschwindigkeitsoptionen gibt es auf dem Gefechtsspielbrett? Null. Was ist die höchste Zahl, die man mit dem Würfelblock erwürfeln kann? Das sind 20. Hä? Ich kapiere das Spielprinzip nicht. Wer hat im Moment die wenigsten Münzen? Hä? Ich kapier das nicht. Ich kapier das nicht. Wie funktioniert das? Keine Ahnung. Welchen Knopf drückt man als erstes auf dem Gefechtsspiel? Hä? Wie heißt die Prinzessin des Pilz? Ach so, jetzt bin ich eine Runde gelähmt. Wer hat im Moment die wenigsten Sterne? Pff, einfach mal irgendwas. Wird schon passen. Ja, Wahnsinn. Ja. Keine Ahnung. Einfach mal wild getippt. Ich kapiere das Spielprinzip nicht von dem Minigame. Ich kapiere das Minispielprinzip nicht.
Es kann nur eine antworten, aber irgendwie sieht man nicht, Ja, jetzt kann ich nämlich nichts mehr. Kann mir das Minigame einer mal erklären? Keine Ahnung. Oh, der kriegt jetzt 25 Münzen. Ja, echt weit. Trügerische Türen, okay. Toad, Boo und Koopa betreten das Schloss. Hi. Merke dir, durch welche Tür jeder eintritt und antworte als schnellster. Kacke, ich hab die Steuerung nicht irgendwie. Achso, ZBA, okay. ja, natürlich. Okay. Wäre auch zu einfach jetzt gewesen. Oh nee, ne? Ah. Und wieder ein 1 gegen 3 Game. Steinblockschlitten. Drücke die Knöpfe, die dir die Steinblöcke angeben, immer rechtzeitig, um schnell zum Ziel zu gelangen. A, B, Z, Schlitten bewegen. Okay. Starten wir einfach das Game. Ach so, ich muss hier.
Ja, mit einem ist natürlich, ja klar. Das ist ein versteckter Block. Ich bin, oh Gott. Ich glaube, das ist bis jetzt das frustrierendste Spiel, was ich bis jetzt gespielt habe. Und ein Vier-Player-Game. Glücksgolf. Ziele auf das Loch und schlage den Ball. Der Spieler, der dem Loch am nächsten ist, gewinnt. Links, rechts, Ball zielen, rauf, runter, Schlagkraft bestimmen. Ah, Ball schlagen. Drücke er und das Spiel, also das Spiel. Versuche den richtigen Winkel zu finden. Jeder Spieler, den du mal ins Loch schlägt, gewinnt Münzen. Okay. Okay, kapiert, wie es funktioniert, dann können wir starten. WTF. Das ist gemein. Oh, böse.